Wer dachte, dass mit den News zu den neuen Nvidia GeForce RTX 3000 Grafikkarten nun ein Ende hat? Tja, der hat sich wohl geirrt. Hallo und willkommen zu einem weiteren News-Video. Und jawohl, ein News-Video zu Nvidias RTX 3000 Grafikkarten. Denn diese wurden ja offiziell am 1. September 2020 vorgestellt. Jedoch blieben doch noch recht viele Fragen offen. Und einige davon, die kläre ich heute natürlich mit weiteren News zusammen. Es ist also noch lange, lange nicht vorbei. Daher auch an der Threadripper dicke Entschuldigung an alle Consoleros, die sehnsüchtig auf neue Konsolen-News hoffen. Es ist RTX 3000 Woche. Da müssen die Konsolen ja jetzt einfach mal zurückstecken. Genauso wie es aber mit Release der PlayStation 5 und Xbox Series X sein wird. In dieser Zeit wird es dann wohl in Sachen PC-News auch so ein bisschen mausern. Daher gleiches Recht für alle. Los geht's jetzt aber mit den ersten Aufwärm-News und damit einer guten Nachricht für alle Fans von Custom-Wasserkühlung für Grafikkarten. Denn viele sind sicherlich schon ganz unruhig und warten auf erste Informationen zu Kühlblöcken für die neuen RTX 3000 Grafikkarten. Und laut einem Bericht von Videocards haben diverse Hersteller wie zum Beispiel EK und AlphaCool Kühlungsblöcke für die GA102 basierten Karten bestätigt. Also bisher nur für die 3090 und 3080, die demnach wohl dasselbe Board-Design nutzen. Ja, keine Überraschung, da ja beide auch auf dem GA102 basieren. Und wie üblich gibt es von EK unterschiedliche Ausführungen zu unterschiedlichen Preisen. BitsPower stellt seinen Blog dann zum Release der 3090 am 24.09. vor und AlphaCool hat schon erste Fotos geliefert und diese sollen ebenfalls zum Release der Karten verfügbar sein. Also nicht die Fotos, sondern die Kühlblöcke. Also können alle Vakuumverrückten unter euch direkt zum Start der neuen Karten einfach direkt zuschlagen. Ja, und auf Reddit gab es die Tage noch ein kleines Q&A mit Nvidia, in der noch so einige offene Fragen beantwortet wurden. So wurde hier zum Beispiel nochmal auf das Thema von RTX.io eingegangen. Also der Möglichkeit, Grafikdaten von der SSD mit einer RTX 3000 Grafikkarte deutlich schneller und mit weniger Prozessorlast direkt in den Videoram zu laden. Frage hier war ja noch, ob es hierfür Mindestanforderungen für die SSD gibt. Und das verneinte der Tony Tamasi von Nvidia. Trotzdem sind schnellere SSDs natürlich klar im Vorteil. Ist ja auch logisch. Wobei er darauf hinwies, dass es in Zukunft eventuell einige Spiele geben wird, die eine gewisse Geschwindigkeit der SSD voraussetzen könnten. Das wird aber sicherlich erst passieren, wenn AMD natürlich auch eine ähnliche Technik nutzen wird. Eine andere Frage, die nur offen war und die mir aktuell auch viel gestellt wird, ist die Frage übrigens nach den Vorteilen von PC Express 4.0. Kurz nochmal zur Klarstellung, da das wohl in meinem letzten Video so ein bisschen untergegangen ist. Natürlich laufen Nvidias RTX 3000 Grafikkarten auf allen Boards mit PC Express 3.0 Anbindung. Ich hoffe, dass es jetzt endlich klargestellt ist. Die Frage ist nur, wird PC Express 4.0 echte Vorteile bieten? Ja, wird es. Aber selbst laut Nvidia nur minimal. Die Vorteile sollen in der Regel weniger als einige Prozentpunkte betragen. Er betonte selbst, dass die Auswahl der CPU deutlich größeren Einfluss hätte. Also macht euch keinen Kopf um PC Express 4.0. Hier haben eher die kleineren Karten, die erst noch kommen werden, entsprechende Vorteile. Denn hier ist der Speicher eher knapp bemessen und sobald dieser halt voll ist, kann PC Express 4.0 seine Vorteile mal so richtig ausspielen. So, kommen wir nun mal auf das Thema RTX 2000 hier zu sprechen. Viele von euch, die wundern sich aktuell ja, dass die Preise der 2000er Karten im Handel noch ziemlich stabil sind. Ich jetzt selbst, ich wundere mich allerdings überhaupt nicht. Ist ja auch völlig logisch, denn die neuen Karten, die sind doch noch überhaupt nicht am Markt. Solange es halt gar keine Alternative gibt, warum sollte der Handel die Preise also senken? Preisnachlässe wird es daher frühestens ab dem 17.09.2020 geben. Ja, nur ganz anders sieht es natürlich auf dem Gebrauchtmarkt aus. Denn kaum waren all die neuen Karten halt am Dienstag vorgestellt, wurde eBay mit Gebrauchtkarten quasi überflutet. Am Abend des Streams sah es zwar noch so ein bisschen harmloser aus, mittlerweile will aber gefühlt jeder seine alte 2000er Karte abstoßen. Und dass genau jetzt der falscheste Zeitpunkt überhaupt ist, ist doch wohl logisch. Denn bei so einem großen Angebot darf sich doch wohl keine Hoffnung auf einen guten Preis machen. Zumindest der Verkäufer. Verkaufen muss man dann, wenn es nicht alle anderen auch machen. Hier hätte man vielleicht besser vorab reagieren sollen. Jetzt ist es aber zu spät und man kann froh sein, für seine RTX 2080 Ti noch 500 Euro zu bekommen. Es stehen zwar noch viele Karten für über 1000 Euro drin, die wird aber wohl nur ein wohlhabender Höhlenbewohner kaufen, der von der Außenwelt völlig abgeschottet ist. Solche Angebote wie diese hier für unter 400 Euro, die sind wohl ein bisschen realistischer. Sorry an alle Besitzer einer RTX 2080 Ti, eure Karte ist leider kaum noch was wert.
Am besten einfach behalten. Sie ist ja schließlich alles andere als langsam. Gut, aber natürlich für alle, die jetzt noch zuschlagen wollen. Vor einer Woche musste man für die gleiche Leistung noch vierstellige Beträge hinlegen. Und jetzt bekommt man diese Leistung für deutlich unter 500 Euro geboten. Was will man eigentlich mehr? Oh je, was hat Lenovo denn da verbockt? Jawohl, wir reden jetzt über das Thema RTX 3070 Ti und 3070 Super. Und nein, der alte Mann im Monitor hat noch alle Cookies im Schrank. Ja, wobei, okay, alle nicht mehr. Denn Lenovo hat kurz nach dem Nvidia-Event seine Legion T7-Systeme vorgestellt. Und hier arbeitet laut dem Datenblatt von Lenovo eine RTX 3070 Ti mit 16 GB GDDR6-Speicher. Das will zumindest Videocards so im Netz gefunden haben. Ich selbst kann diese Seite leider nicht mehr auffinden. Lenovo will das Ganze wohl offline genommen haben und ja, es sind aktuell nur noch Systeme mit 3070 und 3080 zu finden. Es gibt nun zwei Möglichkeiten. Entweder stimmt das Ganze und Nvidia bringt wirklich eine 3070 Ti mit 16 GB Speicher oder Lenovo ist ein Opfer von Nvidias knapper Informationspolitik und wurde einfach zu spät informiert. Okay, eine Möglichkeit gibt es noch. Es könnte sich schlicht und einfach um reine OEM-Produkte handeln. Das wäre nichts Ungewöhnliches. Ich selbst glaube zwar an eine 3070 mit 16 GB Speicher, aber ich glaube nicht, dass es eine 3070 Ti geben wird. Aber das gleiche Spiel hatten wir ja schon mit dieser Karte hier, seht ihr. Und ja, die 1070 Ti gab es am Ende dann leider doch. Oder ein Glück natürlich. Aber das Ganze ist übrigens noch gar nicht vorbei, denn Lenovo hat kurz danach noch seine Legion T5 gelistet mit einer RTX 3070 Super. Und diese Seite ist übrigens auch noch online. Die Karte soll aber allerdings nur mit 8 GB daherkommen. Für mich ist das aber ein klarer Hinweis darauf, dass diese Angaben schlicht und einfach falsch sind. Wenn überhaupt, dann werden die Karten Ti heißen. Superkarten sind ganz klar Refresh-Karten von Nvidia, mit denen frühestens nächstes Jahr zu rechnen ist. Für mich ist es daher alles ziemlich unglaubwürdig, auch wenn die Meldungen bei euch eingeschlagen haben wie ein Threadripper. Denn ich wurde natürlich wieder mit Nachrichten von euch dazu bombardiert. Im Gegensatz zu euch war ich beim Lesen der Meldungen aber dann doch ziemlich ruhig. Eine 3070 Ti, die kommt doch niemals. Und wenn doch, ja, dann gibt es wohl endlich einen Nachfolger für dich. Juhu! Nun steht weiter natürlich die Frage im Raum, wie Nvidia das mit der Verdopplung der CUDA-Kerne, also Shader, hinbekommen haben soll. Denn die Zahlen, die sind weiterhin mehr als unglaubwürdig. Über 10.000 CUDA-Kerne bei der RTX 3090, das ist eigentlich kaum zu glauben. Fakt ist zumindest, dass die Zahl in der einen oder anderen Weise stimmen muss und von Nvidia hier wohl nicht getrickst wurde. Denn Nvidia gibt ja unmissverständlich auf seiner Homepage einen verdoppelten FP32-Durchsatz an und auch die Rohleistung in Teraflops, die Nvidia ja schon auf dem Event nannte, ja, legt das Ganze natürlich nahe, dass es echt ist. Falls es 100% echte Einheiten sind, steht die Frage im Raum, wie das platztechnisch auf dem DAI eigentlich möglich sein soll. Noch dazu, warum hat der A100 eigentlich nicht auch so viele Einheiten? Die in der Gerüchteküche ja vermutete halbierte Shader-Anzahl ist übrigens leicht zu erklären. Hier wurde ja nur aufgrund der Shader-Cluster einfach alles hochgerechnet. Und ja, die Shader-Cluster-Anzahl, die passt ja auch mit der aus der Gerüchteküche überein. Auch im Reddit Q&A ging Nvidia auf die Frage ein und bestätigte nun die doppelte Anzahl an FP32-Einheiten pro Shader-Cluster. Und somit ergibt sich also eine entsprechende Verdopplung auf 128. Und der doppelte Durchsatz für FP32-Operationen soll übrigens ein wichtiges Ziel bei der RTX 3000 Grafikkarte gewesen sein. Und hier wurde dann sogar offensichtlich die Cache-Leistung und alles drumherum auch verdoppelt. Demnach sieht aktuell wirklich ja alles danach aus, als würden die Karten wirklich mit doppelt so vielen Shadern daherkommen als angenommen. Dass hier aber natürlich irgendein Haken sein muss, ist wohl klar. Denn die doppelte Leistung bieten die Karten natürlich trotzdem nicht und die rohe FP32-Leistung kann nicht mit der der Vorgängergeneration verglichen werden. Und das ist für mich eins der spannendsten Themen in Sachen Nvidia Ampere und ich werde natürlich auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben und darüber berichten. Leider ist das Thema aber auch hochkomplex und ich möchte meine Videos dann natürlich immer möglichst verständlich, also auch für Laien anbieten. Aber die Profis unter euch, die lesen sich am besten das Q&A auf Reddit direkt durch, das ich natürlich wie immer unter dem Video hier verlinkt habe. So, und jetzt kommen wir mal zu den echten, zu erwartenden Leistungen der neuen Grafikkarten. Hier kommt übrigens eine erste kleine Einschränkung für die RTX 3070, die nun laut einem Tweet von Videocards auf Twitter doch mit nur 14 Gigabit die Sekunde Speicher statt der 16er daherkommen soll. Leider macht Nvidia dazu aktuell aber noch keine genauen Angaben. Insgesamt kann man nun aufgrund der von Videocards nun angegebenen Taktraten von Speicher und GPU aber erste Schlüsse auf die tatsächlich anstehenden Leistungsunterschiede der drei Karten machen. Demnach ist eine RTX 3090 grob 20% schneller als eine 3080. Mit dem Speicherdurchsatz von ca. 23% mehr ergibt das dann im Mittel wohl ja dann doch einen Performance-Vorteil von so gerade mal 15-20%.
Das ist nicht viel, wenn man bedenkt, dass die RTX 3090 mit 1499 Euro mehr als das Doppelte kostet. Selbst die 24 GB Videospeicher können da jetzt nicht mehr als Argument herangezogen werden. Maximal 20% mehr Leistung für mehr als den doppelten Preis. Ja, da muss man, glaube ich, kein Mathematikprofessor sein, um den Haken an dieser Rechnung zu finden. Das Preis-Leistungs-Verhältnis der RTX 3090 fällt damit einfach vernichtend schlecht aus. Aber der Geschwindigkeitsunterschied ist natürlich jetzt kein Wunder. Schließlich basieren beide Karten auf ein und demselben Chip und sollen sogar mit dem gleichen Board daherkommen. Lediglich einige beschnittene Shader-Cluster und etwas langsamerer und natürlich weniger Speicher sorgen dann für entsprechende Einschränkungen, die mit dem günstigen Preis aber durchaus zu ertragen sind. Ganz im Ernst, so langsam kann ich die Aussage zum Flaggschiff, also der RTX 3080 von Johnny Lederjacke, aka Jensen Huang, verstehen. Die RTX 3090 spielt in einer Liga, die mit Vernunft eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun hat. Wer zu einer 3090 greift, hat schlicht und einfach viel zu viel Geld übrig. Aber trotzdem hat das Unvernünftige ja immer so seinen enormen Reiz, oder nicht? Der Unterschied von der 3070 zu 3080 fällt da schon heftiger aus. Über 45% schneller ist die 3080 als die 3070. Wenn man das mit der größeren Speicherbandbreite von knapp 70% verrechnet, ergibt sich dann ein maximal zu erwartender Performance-Anteil für die 3080 von vielleicht so 45%. Ja, dafür aber nur 200 Euro teurer und das ist nicht viel. Damit bietet die 3080 dann überraschenderweise ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als die 3070. Was doch so ein bisschen ungewöhnlich ist, da normal die Karten in der High-End-Klasse ja in Sachen Preis-Leistung völlig abstinken. Falls dem am Ende in der Praxis auch so ist, könnte die RTX 3080 die neue Lieblings-Gaming-Grafikkarte für die meisten werden und natürlich auch für mich, trotz dass diese natürlich stattliche 699 Euro kosten soll. Dafür muss man nämlich ganz schön lange in den Siliziumminen schuften. Eine Sache könnte der RTX 3070 übrigens auch noch bevorstehen, nämlich ein gar nicht mal so überlegenes Abschneiden gegenüber der RTX 2080 Ti. Laut Nvidia nämlich schneller als die 2080 Ti. Am Ende sieht das aber eher ja nach so einem Gleichstand bzw. mit Pech sogar minimal Nachteil für die 3070 aus. Und das trotz nomineller 20 Teraflops FP32 Leistung und 13 bei der 2080 Ti. Wie gesagt, die Rohleistung hat für die Praxis wohl nicht mehr allzu viel zu sagen. In Sachen Leistung der RTX 3080 gibt es aber jetzt schon diverse praktische Hinweise. Zum einen bot ja Digital Foundry schon ein paar beeindruckende Benchmarks mit Werten, die teils fast ja, Richtung Leistungsverdopplung zu einer RTX 2080 gehen. Also genauso viel, wie Nvidia es ja nun mal offiziell auch angibt. Ja, und nun haut Nvidia sogar selbst noch ein Video raus, und zwar zu Doom Eternal in 4K. Das Ganze mit eingeblendeten FPS-Counter, leider aber ohne Angabe, auf welchen Systemen jetzt überhaupt genau gezockt wurde. Die FPS der RTX 3080 sind die wirklich schwindelerregend hoch und bewegen sich zu keinem Zeitpunkt unter 100 FPS. Und besonders spannend wird das dann im direkten Vergleich mit einer RTX 2080 Ti und dem eingebauten Frame-Counter. Hier gibt es teils an die 40% mehr FPS bei der 3080, was wirklich ziemlich beeindruckend ist. Allerdings ist die Vergleichsszene nur sehr, sehr kurz, ja, und keine Szene aus der laufenden Action, sondern ja mehr eine Cutscene. Nichtsdestotrotz, die RTX 3080 schlägt sich hier wirklich beeindruckend, ja, und macht eine RTX 2080 Ti so überflüssig wie Ketchup auf einem leckeren Stück Kuchen. Ja, es soll ja Leute geben, die sowas gerne essen. Und das Doom Eternal Video habe ich euch natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Am besten einmal selbst angucken, denn wenn ich das Ganze zeige, gibt es aufgrund der Gewaltdarstellung leider Probleme mit der Monetarisierung dieses Videos hier. Ja, und das war's mit den heutigen News und damit dem Nachtrag zu den RTX 3000 Grafikkarten. Und das wird sicherlich nicht das letzte Video dieser Art gewesen sein. Wie gesagt, bin ich weiter mal am neugierigsten auf die Technik hinter der Verdopplung der Einheiten pro Shader Cluster. Denn da geht einfach irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Und selbst wenn, dann ärgert es mich halt sehr, da die Anzahl an Shader-Einheiten und Rohleistung halt jetzt absolut nicht mehr vergleichbar sind. Das war früher natürlich auch schon schwer, aber würde mit RTX 3000 dann absolut sinnfrei werden. Ja, ich würde aber sagen, ich gebe jetzt mal rüber ins andere Studio zum Kommentar des Tages. Hallo und willkommen zum heutigen Kommentar des Tages. Und heute ein Kommentar, ja, so ein bisschen in eigener Sache, würde ich mal sagen. Fast die 100k geknackt, wow, so lange bin ich schon am Zusehen, hab bei ca. 20k Abos schon gesehen, bester Informant für News. Ich danke dir, Flynn, schon allein wegen diesem traumhaften Auto auf deinem Profilbild hast du dir den Kommentar des Tages fast verdient. Erstmal danke, dass du schon so lange dabei bist und danke natürlich fürs Lob. Ja, ich kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass ich mich in Sachen Newsvideos ganz gut durchgesetzt habe auf YouTube.
Ja, natürlich, mich mag sicherlich nicht jeder, aber viele gucken meinen Kanal ja allein nur wegen der Informationen und einige auch nur meinetwegen. Und das ist doch schon mal was. Aber ehrlich gesagt geht es mir heute um die 100k Abos. Wie ihr schon bemerkt habt, bitte ich ja schon seit einiger Zeit nicht mehr um Abos und Likes in meinen Videos. Ich selbst finde es einfach langsam unnötig und auch teils natürlich nervig. Die Abos und Likes, die kommen so oder so. Danach brauche ich überhaupt nicht mehr zu fragen. Aber heute muss ich mal eine Ausnahme machen, denn mein Endziel auf YouTube sind natürlich die 100.000 Abos. Alles, was danach kommt, ist einfach purer Bonus. Aber dieses Ziel würde ich wahnsinnig gerne gemeinsam mit euch in meinem Livestream heute Abend am Freitag, dem 4.9.2020 feiern. Wie es aktuell aussieht, werde ich die 100k jedoch erst am Samstag, also am 5.9. erreichen, sollte der Abozuwachs also ganz normal weiterlaufen wie bisher. Nur habe ich am Samstag leider keine Zeit und kann nicht streamen. Daher heute mal eine tatsächlich schon fast verzweifelte Bitte an alle Nicht-Abonnenten. Bitte, bitte helft mir und abonniert unbedingt heute noch meinen Kanal, damit wir das Ganze heute Abend gemeinsam in meinem Stream auf Twitch feiern können. Wenn ich die 100k dann live erreiche, so wie da hinten wird es dann aussehen. Als Gegenleistung frage ich auch gar nicht mehr nach Abos und Likes und ihr werdet dann heute einen Stream mit der besten Laune aller Zeiten erleben. Versprochen! Bitte unterstützt mich und ja, ich gebe zu, das ist heute echt Bettelei. Aber es muss einfach sein, denn das wäre für mich heute der größte Tag überhaupt und da darf man sich doch sicherlich auch mal was wünschen. Hoffentlich geht der Wunsch auch in Erfüllung. Ich danke auf jeden Fall für eure Unterstützung und glaube daran, dass wir es heute Abend gemeinsam schaffen werden. Vielleicht bist ja genau du der 100.000. Abonnent. Und das Thema RTX 3000 Grafikkarten macht auch nicht vor meiner letzten Umfrage halt. Natürlich nicht. Schließlich ging es ja in dem Video auch um nichts anderes als RTX 3000 Grafikkarten. So, auch in der heutigen Umfragebesprechung. Denkt dran, allen Teilnehmern und übrigens auch allen neuen Abonnenten winkt ein kostenloses WLAN-Kabel nach Wunschlänge. Da muss man doch einfach mitmachen und abonnieren. Ich fragte euch in der letzten Umfrage, welche Grafikkarte würdest du dir kaufen? Und das Ergebnis ist wenig überraschend ausgefallen. Immerhin 25%, also ein Viertel, haben für die 3070 gestimmt. Aber mit einem ganzen Drittel und damit Sieger ist die RTX 3080. Tja, kein Wunder, aber so ein Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie ist übrigens auch mein Favorit. Denn 1499 Euro für eine Grafikkarte gebe ich so schnell nicht aus. Das sehen aber 14% der Teilnehmer anders, die sich eine 3090 mal eben gönnen würden. Wobei 15% es vielleicht am besten von allen machen und erstmal auf weitere 3000er Karten warten. Wer weiß, was da noch alles so kommen wird. Vielleicht eine 3090 mit 12 GB für 1200 Euro, wobei immer noch zu teuer. 13% würden sich übrigens keine 3000er Karte kaufen. Vielleicht warten die 13% ja einfach noch auf AMDs Big Navi, der zwar sicher keine RTX 3090 angreifen werden kann, aber doch für eine ordentliche Überraschung sorgen könnte. Ich hoffe es auf jeden Fall sehr. Wie gesagt, hoffe ich auch, dass heute Abend die 100.000 Abonnenten fallen. Aber ich zähle hier auf eure Unterstützung. Wie sagt eine von mir jetzt nicht besonders geschätzte Politikerin mal, wir schaffen das. Vielen Dank daher an alle neuen und natürlich auch an alle alten Abonnenten und die wahnsinnige Unterstützung in den ganzen Jahren zuvor. Wir sehen uns dann im nächsten News-Video mit 100.000 Abonnenten wieder. Ich freue mich schon riesig darauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.